Hallo Leute und willkommen zum 11. Spieltag, der letzte Spieltag der Hinrunde, und ich will nicht dran rumfackeln. Heute ist ein Gast dabei, den wir noch nicht bei der GPL gesehen haben, und zwar ist das der Fast Gaffer, ein Freund von mir, und ja, du kannst dich ja gerne mal selbst vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Fast Gaffer, oder auch nur Gaffer, ist eigentlich relativ Latte. Und ja, ich freue mich eigentlich hier zu sein, oder was heißt eigentlich, ich freue mich riesig hier zu sein und bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, weil das mein erstes Commentary seit, Jahren quasi schon wieder ist. Was mir halt direkt ins Auge fällt, ist eigentlich Hippopotas und Stalobor, was halt ganz klassisch dieser Sandschara-Kombo ist. Ja, Magiana auch, ein Pokémon, was schon sehr krass Schaden drücken kann, vor allem mit dem Trick Room Set. Also da kannst du schon mal für Trouble sorgen. Ja, Silvaro wird wahrscheinlich hier sein Defogger sein und so ein bisschen seine Ground Resist, weil wenn ich mir das Team so angucke, hat er gar keine richtige Ground Resist, außer Silvaro. Und er hat halt drei Stahl-Pokémon, was ihnen vielleicht ein bisschen zum Verhängnis werden könnte, man weiß es nicht. Ja, Miltank, das ist schwer, es könnte ein Curse-Set sein, es könnte aber auch Stealth Rocks Body Slam und halt mehr so Supporter-Rolle übernehmen. Das wird sich zeigen, weil er hat eigentlich schon Stealth Rocks auf Hippopotas, aber ja, ich weiß nicht. Und hier Lucario könnte physisch, könnte speziell, könnte Mix sein, müsste man gucken. Auf jeden Fall ziemlich gefährliche Sachen da sind dabei und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach das Match. So, das Match beginnt und wir haben ja schon gesehen, ich habe mit meinem Bisbuck geleadet und er eben mit seinem Miltank. Und ich glaube, es wird eigentlich schon deutlich, dass er hier eigentlich nur einen richtigen Switch in hat. Und zwar ist das einfach sein Hippopotas. Ja. Selbst wenn er mir den Sand rausbringt, also ich mache halt ordentlich Schaden, wenn er nicht in Hippopotas geht. Und das will er halt erstmal nicht, weil Miltank ist potenziell noch ein guter Check für mein Mega Glurak, deswegen sollte er es sich eigentlich aufbewahren. Was man bei seinem Team auch gesehen hat, ist, dass wirklich sein Team halt auch echt Mega Glurak X weak ist. Und boah, man sieht den Schaden schon. Ah, ich weiß nicht, ob das ganz physisch defensiv ist, weil das war schon ziemlich viel Schaden. Ja, es sollte aber trotzdem ganz physisch defensiv sein, denn ich bin einfach ein Bisbuck. Das ist so strong, Alter. Also, das ist wirklich stark. Aus dem Wahlband, also, das ist auf jeden Fall physisch defensiv. Und wir sehen, er hält sich hier einfach mal hoch. Das muss er auch. Denn er muss ja theoretisch noch in mein Militales und in meinen Bisbuck reinkommen. Von daher ist es hier essentiell, dass er hier sich recovert und keinen Chip-Damage bekommt. Denn nur so mache ich noch weniger als 40% quasi. Also ich kann dann nicht so ganz safe auf Turmkick gehen, vor allem weil er hier sein Silvaro reinschickt. Und ich dachte mir, ich gehe erstmal auf Gigasauger, guck erstmal so, wie er spielt. Und er bleibt hier safe. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Ich habe ja Option hier einfach Abschlag zu drücken, rauszugehen oder Toxin zu drücken. Aber potenziell bin ich einfach rausgegangen, weil ich selber das Toxin gefürchtet habe. Und das mache ich ja auch. Und das naheliegendste, was ich hier hätte reinschicken können, war eben wieder mein Bisbuck. Das macht er gut dann mit der Cat, wenn er direkt wieder rauszugehen. Hat das wahrscheinlich schon gerochen, dass du da jetzt wieder, also dass du da nicht unbedingt drin bleiben willst. Weil auch ein SD-Set kann er machen. Also Toxin juckt Silvaro jetzt auch nicht so sehr. Und dann halt wieder seine Hippopotas rein, also safe reinzuwechseln. Ich meine, damit kann er dich halt so ein bisschen pressuren. Richtig. Und was ich hier halt reinwechseln könnte, wäre entweder mein Tangela oder mein Trikefalo gewesen. Ich habe mich hier dieses Mal für Trikefalo entschieden, weil ich nicht dieselbe Situation nochmal haben wollte. Und ich wollte mal schauen, wie er darauf reagiert. Außerdem dachte ich mir, ist es besser, wenn Trikefalo zuerst das Toxin abfängt, weil ich hab mir schon gedacht, dass er entweder hier auf die Bodenattacke geht oder eben hier einfach Toxin drückt, weil Toxin wäre einfach safe und würde eigentlich das meiste aus meinem Team einfach sehr gut treffen. Was ich hier gemacht habe, ist einfach selber mal Kehrtwende zu drücken, denn es schadet einfach nicht. Und es ist halt obvious wirklich, dass er rauswitchen muss. Ja, dann das scheint dann so ein bisschen, dass halt sein Miltank das spezial defensivere Mon von den seins ist. Ist halt so ein, ja, vielleicht so einen kleinen Core gemacht hat zu Hippopotas und Miltank. Jetzt muss er natürlich wieder rausgehen. Mal gucken, ob der jetzt den Turmkick predicted. Ah, ne, er geht in seinen Hippopotas. Ja, und ich muss hier ganz ehrlich sein, also ich weiß nicht, aber Turmkick zu drücken wäre an der Stelle eigentlich ganz gut gewesen, aber ich wollte einfach safe sein. Ich wollte keinen Schaden auf Militales riskieren, denn es hätte potenziell noch ganz gut Arbeit machen können, vor allem weil ich das gegen Miltank brauche. Vor allem, wenn es eben ein Set mit Fluch ist, kann ich das dann nicht aufhalten. Hätte ich keinen
Militares Meer und das wäre halt irgendwie doof. Ja, von der schon. Einfach so ablativ, das hat auch ordentlich Schaden gemacht. Also wir sehen, er muss sich eigentlich an der Stelle wieder hochheilen, deswegen kann ich auch safe wieder in meinen Tangela gehen und wir haben quasi dieselbe Situation nochmal. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt weiß, wie er das letzte Mal reagiert hat. Von daher haben wir dieses Matchup Hippopotas gegen Tangela, aber die Sache ist, er muss eben rauswitchen und ich muss nicht unbedingt rauswitchen, ich kann auch für eine Attacke gehen, die irgendeinen Pokémon trifft, das reinkommt. Hast du genockt? Ah, Toxin. Okay, das war gut. Ja, das also ist in genau beiden gut. Fällen. Also, Abschlag hätte mir auch geholfen, aber ich denke mal, ja, ich denke auch, in beiden Fällen wäre Toxin besser gewesen. Was hätte er reinholen können? Eben sein Mildtank und vielleicht Staloboar oder Magierna. Aber das wäre halt nicht so schlimm. Und ich glaube nicht, dass er Magierna und Staloboar riskieren will. Vor allem, weil ich Abschlag oder Kraftreserve Feuer haben könnte. Ja. Und allgemein ich denke mal, Mildtank war eigentlich da ganz safe. Staloboar macht auch eigentlich gar nicht so viel gegen Tangela, außer vielleicht Estil und Flinch. Das ist das Einzige, was er machen kann. Das stimmt. Also ich habe auch tatsächlich Angst davor gehabt. Also es wäre eine Option, die er hätte. Also einfach Schwertanz. Und ich mache halt nicht so viel Schaden. Und wenn er kein Life Orb trägt, dann hat er eben keinen Recoil Damage vom Life Orb. Und naja, wir sehen, hier kommen die Tarnsteine. Und ich dachte mir schon, dass er Tarnsteine legt, deswegen bin ich einfach selbst in meinen Flinch gegangen und dachte mir, ich könnte selber mal die Tarnsteine rauslegen. Denn die helfen mir an der Stelle auch etwas, denn ich bekomme meine Tarnsteine nicht weg. Also die Tarnsteine, die auf meiner Seite liegen, bekomme ich leider nicht weg. Deswegen ist das Beste, was ich machen kann, selber Tarnsteine rauszulegen. Und wir sehen, obwohl ich speziell defensiv bin, macht es nicht viel Schaden. Das ist nicht. Also das ist schon Schaden, dem ja, den Stunkiss eigentlich ganz gut auffrisst. Stunfisk heißt das, ne? Ja. Flunschlig. Er ist auf Deutsch Flunschlig. Ah, okay. Ja. Ich kenne nur die englischen Namen. Ah, das ja, Pokémon hatte ich nie auf dem Schirm. Aber egal, jetzt hast du selber Tarnsteine und ich meine, theoretisch könnt ihr auch ein Set spielen auf seinem Staloboar mit einem Sash, vielleicht, um einfach safe ein SD rauszubekommen. Man weiß es nicht, so wenn er kein Live-Op spielt, wir haben es ja noch nicht gesehen. Und da helfen Tarnsteine und allgemein auch so eventuelle Sash zu brechen, ist halt immer ganz gut eigentlich. Ja. Und hier haben wir dieses Mildtank einfach in die Range gebracht, in der es sich hochheilen muss, statt die Vergiftung zu heilen. Falls er wirklich die Vitalglocke hat, dann hätte er sie hier nicht einsetzen können, weil das Mildtank wäre einfach zu niedrig von dem KP gewesen, damit es überhaupt noch irgendwas von meinem Mega Glurak tankt. Gut, ja. Ich bin einfach in mein Meditales gegangen, als ich dieses Milchgetränk predicted habe und jetzt habe ich wieder freie Auswahl, was ich eigentlich drücken kann. Ich glaube, ich habe mich dieses Mal für Ice Heap entschieden. Ice Heap ist eigentlich ganz gut, denn es hätte Silvio getroffen, es hätte Hippopotas getroffen und es macht sau viel auf Hippopotas. Also das gar ist nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Mich wundert das auch so ein bisschen, dass er gar nicht so die Option sieht, Silvio reinzuwechseln. Vielleicht hat er den Ice Heap schon gerochen auch da wieder, wollte Silvio halt auch wirklich nicht anschippen lassen, weil Silvio ist halt echt wichtig für ihn momentan, damit halt Militalis nicht durchgeht mit AJK, also mit dem High Jump Kick. Hier macht er meiner Meinung nach aber einen Fehler und heilt sich nicht hoch. Denn potenziell könnte ich jetzt einfach mit Turmkick reinkommen und es würde dieses Hippopotas killen. Er geht hier für Toxin. Das ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht, aber meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, hätte er sein Hippopotas vollgeheilt mit dem Tagedieb. Denn so kann ich einfach in meinen Tangela gehen und das Toxin macht auf Dauer natürlich nichts, weil ich immer rauswechseln kann, mir die Belebekraft holen kann. Stimmt, ja. Und deswegen Tarnsteine und Gift sind natürlich nervig für mich, aber bei weitem nicht so nervig, wie dass er nicht so gut in meine Pokémon reinswitchen kann. Und ich denke mal, dass Hippopotas low ist, bringt mich auf jeden Fall schon einen riesigen Schritt weiter. Ja, was mir halt auch, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, bei der Team-Preview, war, dass sobald Mega Charizard X halt auf +1/+1 ist, das ist halt eigentlich sein Team schon sehr hart pressured. Auch wenn jetzt Hippopotas angeschwächt ist, hat er halt kaum Möglichkeiten, das dann noch aufzuhalten. Vielleicht noch sein Staloboar, was dann halt im Sand schneller ist, aber sobald der Sand weg ist, hat er da echt ein Problem. Deswegen muss er eigentlich sein Hippopotas healthy halten. Ja, das stimmt. Also, es ist zwar nicht mehr healthy, allerdings kann es natürlich noch einmal reinswitchen, auf jeden Fall. Also, einmal reinswitchen geht noch, das heißt, 5 Runden Sand hätte er auf jeden Fall noch. Und er muss halt nur abwarten, bis der Sand hier abläuft, aber ich dachte mir, ich nutze hier einfach mal die Gelegenheit. Ich gehe einfach in mein Militalis auf den Switch, den er hier machen muss, denn er kann mit seinem Hippopotas nicht in Tangela drin bleiben, anders als ich.
mit Tangela in Hippopotas drin bleiben kann, denn das kann ich halt relativ gut, weil ich ein Pflanzen-Pokémon und Hippopotas eben ein Boden-Pokémon ist. Und wie gesagt, ich habe diesen Moment einfach für ein Double genutzt und es hat mir einfach weitergeholfen, denn ich gehe auf einen Turmkick, dachte mir, ich scout mal, wie viel Damage das macht und sau viel. Oh, und der Eichel, was hat er predicted? Tangela? Wahrscheinlich Flunschlag, Tangela, beide. Also ich dachte mir schon, entweder er geht auf Voltwechsel oder auf Eisstrahl. Denn es macht nicht wirklich, also es ergibt nicht wirklich besonders viel Sinn, hier auf die, auf das Kanonenbouquet zu gehen, denn ich hätte einfach in meinen Tangela oder meinen Flunschlag gehen können und die hätten das ein bisschen abgefangen, vor allem Flunschlag eben. Und so hätte er halt keinen Seelenherz-Boost bekommen. Und das ist eben die Sache. An der Stelle dachte ich mir, ich könnte Tangela halt doch reinwechseln. Weil die Sache ist, dass ich mein Meditales voll brauche. Also ich brauche es nicht voll, aber ich brauche es lebendig. Sagen wir es mal so, das ist besser. Und hier kommt eben Silvaro auf meinen Flunschlag hinein. Und ich glaube, an der Stelle habe ich mich was getraut. Ich meine, ich bekomme zuerst auf jeden Fall diese Recovery von Überresten. Die sind auch essentiell. Also ich heile auch damit den ganzen Tarnsteinschaden weg, den ich bekomme. Von daher ist das ganz okay eigentlich. Silvaro hat hier eigentlich zwei Optionen, und zwar entweder Laubklinge oder Kehrtwende. Ja, stimmt. Die Sache ist, ich habe hier einfach Kehrtwende predicted, denn es ist einfach naheliegend, dass er nicht drin bleiben will. Ja, du hättest auch einfach wieder theoretisch in Tangela gehen können, dann hätte er halt mit Laubklinge nicht wirklich viel Schaden gemacht. Also war Kehrtwende eigentlich schon von seiner Seite aus das Beste, was er hätte machen können in der Situation jetzt. Wir wissen ja nicht, ob der vielleicht, also was für Moves er noch drauf hat und die Statik triggert. Oh. Ja. Die Statik triggert natürlich und damit sind Tangela und Flunschlag natürlich beide schneller. Das heißt, ich bekomme auf jeden Fall da noch ein bisschen Schaden irgendwie drauf, falls wir die Situation mal wieder bekommen. Und statt hier einfach für eine normale Attacke zu gehen, habe ich mich endlich mal für den Schmarotzer entschieden. Ich hätte ja auch auf Erdkräfte gehen können. Aber mir war klar, dass er dieses Magierende einfach opfern will, denn es nützt ihm irgendwie auf der KP-Range einfach gar nicht. Und ich weiß, dass ich noch was von Magierna tanke und ich habe es eben dafür ausgelegt, dass es was von Magierna tankt. Von daher lasse ich hier Flunschlag einfach drin und kille dieses Magierna einfach mit einem weiteren Schmarotzer, falls er rausgeht. Das hat ja gar nichts gemacht, also wirklich. Ja, das ist auf jeden Fall Offensivfeste. Das ist das hundertprozentig Offensivfeste, also... Ja, okay, kein... Ich sehe halt nicht, wo das ein Damage-boostendes Item haben sollte, also das hat auf jeden Fall keins. Einfach aufgefressen, den Eisstrahl und Magierna rausgenommen. Ja, Flunschlag ist einfach gottvoll. Es lebt einfach immer noch, also ich kann mich nicht beschweren. Das Beste, was hier machen kann, ist mit seinem Lucario mein Flunschlag zu rangen. Einfach, weil die anderen Pokémon sonst mein Tangela hineinforcieren, beziehungsweise eben vor allem Staloboar mein Tangela hineinforciert. Und die Sache ist, ich bekomme dafür mehr Recovery, als er mir Schaden macht und... nochmal Statik. Ja, Statik triggert nochmal, das ist super cool. Also Flunschlag hat... Also zwei Pokémon paralysiert, eins rausgenommen, Tarnsteine gelegt. Good job. Ja, das stimmt. Ich habe hier meine Gelegenheit genutzt und bin einfach in meinen Mega Glory gegangen, denn selbst wenn dieses Lucario gescarft gewesen wäre, würde ich es jetzt outspeeden, weil diese Statik getriggert hat. Von daher, wenn es wirklich gescarft ist, werden wir es niemals erfahren, denn er geht hier auch nicht für eine Prio. Ich werde mich aber megern. Und etwas schade, dass ich nicht vorher gemegert habe, denn so bekomme ich natürlich beim ersten Mal mehr Schaden beim Reinswitchen, aber das ist schon okay. Durch den Flammenblitz komme ich natürlich unter 50%, das heißt, ich kann eventuell nicht mal mehr reinswitchen, was etwas ärgerlich ist, aber ich finde es okay. Also er hat eigentlich im Moment nichts, was direkt schneller ist, wenn ich das noch in Erinnerung habe, und deswegen muss er auch Hippopotas reinholen, damit sein Staloboar überhaupt mein Mega Glurak speedet, von daher ist es eine riesige Gefahr für ihn jetzt. Okay. Und ja, Hippopotas, was habe ich dafür? Nämlich meine gute alte Kraftreserve-Pflanze, die nicht funktionieren wird, weil er rauswitscht. Oh, das ist, okay, das ist schade. Und jetzt gucken wir, ob er selbst hat oder Fickfett, also hier, ja, wie heißt es auf Deutsch? Oh, ich bin am Struggeln. Du meinst Vegetarier. Ja, Vegetarier oder Speckschicht oder Erdspeckschicht, so. Ja, aber also, es muss auf jeden Fall Speckschicht haben, denn Flammenblitz hätte sonst Destruction angerichtet, also das wäre unglaublich fatal für ihn gewesen, hätte es keine Speckschicht. Aber warum, Vegetarier. Aber warum geht er jetzt in Miltank? Weil wenn du Roost hättest, okay, er hat Erdbeben, ich weiß auch nicht, ob das so viel Schaden jetzt gemacht hätte.
Und ich meine, mit Drachenklaue kannst du ihn jetzt halt aus der besiegen einfach. So. Ich denke, er hat es einfach als Sacrifice, also einfach als Opfer reingeworfen, einfach damit er jetzt in seinen Stahlobau gehen kann. Denn ehrlich gesagt, der Sand ist draußen und er hat keinen Grund, es nicht zu tun. Allerdings habe ich jetzt keinen Grund mehr hinaus zu switchen, außer ich möchte das als Sacrifice behalten, aber es wäre einfach viel zu risky, falls er hier auf Schwertanz geht. Denn Ja. Schwertanz wäre fatal für mein Team. Und wie gesagt, wenn es einmal flincht, dann ist es eben das Ende für mich und deswegen bleibe ich einfach drin. Egal, ob er Eisenschädel drückt oder nicht, ich bleibe drin. Bleibe da relativ stur und drücke Flammenblitz. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber für den Fall der Fälle habe ich Und hier gut ein Schwertanz wir prevented. sehen Ja. Live-Op, okay, also kein Sash. Ja. Ich meine, Hier dachte ich mir, Live-Op. ja. Ich wollte nur sagen, dass Live-Op auch meiner Meinung nach da besser gewesen wäre, weil das halt wirklich im Sand mit Harpenwesen einfach Schaden ohne Ende drücken kann. Ja, Oder drücken brutal. wird auch. Also, ich glaube, hier hat er gekalkt, dass ich einen Eisenschädel noch überleben würde. Und selbst wenn er Kreuzschere gedrückt hätte, ich habe eben die Tanigabeere. Von der hatte ich hier keine Angst, in meinen Trikäferloot zu gehen. Ich habe ja auch safe auf Erdkräfte. Ich meine, ich habe keinen Grund zu predikten. Vor allem, wenn ein Silvaro reinkommt. Allerdings dachte ich mir, dieser ganze Chip-Damage, den ich von der Vergiftung vom Sand und von den Tarnsteinen bekomme, der ist es mir leider nicht wert, hier drin zu bleiben und dieses Silvaro zu killen. Und deswegen habe ich mich eher dafür entschieden, hier rauszugehen. Und wir sehen die ganzen Animationen von Gift, Sandsturm, Tarnstein. Ja, es reicht langsam. Paralyse, die Und auch mal durchkommt. Ah. genau. Also ich habe hier keinen Grund, nicht in meinen Tangela zu gehen. Natürlich, er hat diese komische Attacke Schattenfessel. Aber ich denke mal, solange ich mein Trikivalo Hilfe behalte, dann habe ich auch etwas in der Hinterhand für sein Stalobor. Und wie gesagt, ich behalte es einfach healthy, das heißt, Kreuzschere wird ab der Range auch nicht killen. Es sei denn, ich mache irgendwas Dummes. Aber das passiert so schnell nicht. Er hat sich hier einfach hochgeheilt mit Ruhrort, das finde ich auch vollkommen okay. Und das, was ich hier jetzt machen kann, ist natürlich auf Abschlag gehen. Denn falls er rauswitcht, schlage ich irgendein Item ab. Denn er hat sein Mega, glaube ich, nicht mal dabei. Und Stalobor bekommt das Item abgeschlagen, Magierna ist nicht mehr da und Silvaro bekommt auch ordentlich Schaden, sehe ich gerade. Also es war gar nicht mal so, ne? Also Tangela ist schon strong. Okay, also der hat anscheinend keinen SD auf seinem Silvaro. Also was haben wir gesehen? Kehrtwende, Ruheort, Laubklinge. Vielleicht noch Sacker für die Prio. Ich weiß nicht, ob er diese, wie heißt diese Signature-Geistattacke? Schattenfessel. Genau, Schattenfessel. Also ich weiß gar nicht, ob er die drauf hat. Sacker könnte ich mir noch vorstellen, einfach für eine Prio. Das stimmt. Also hier habe ich wieder Ruheort predicted, denn es ist eigentlich auch naheliegend. Also ich habe keinen Grund hier nicht Ruheort zu predicten und wenn er es nicht gemacht hätte, wäre er hier für die Geistattacke gegangen, weil er gerade mit Laubklinge meinen Bissbug wahrscheinlich predicted hat, dass ich hätte reinswitchen können. Und ich denke mal, ich gehe einfach mal auf Eiszahn, denn das trifft sowohl Silvaro als auch sein Hippopotas. Boah, boah, Das macht so viel, Damage, ne? Damage. Ja. Und Und jetzt Flinch. Flinch. Ah, Paraflinch. Next Ja, Gen. genau. Oh, Paraflinch. Okay, jetzt. Nevermind. Okay, jetzt opfert er sein Silvaro, holt wahrscheinlich nochmal den Sand gleich raus und wird versuchen mit seinem Stalobor nochmal Damage zu drücken, weil. Ja, das ist seine Ja. einzige Option jetzt noch. Die Sache ist, dadurch, dass er eben seinen Silvaro verloren hat, kann ich mit Meditalis jetzt auf jeden Fall einiges an Druck aufbauen. Und die Sache ist, dass er nur noch zwei Pokémon hat, bringt ihn in eine schlechte Lage, denn er kann Hippopotas nicht direkt rein switchen, denn das würde zu viel Schaden bekommen. Vermute ich erstmal. Und es würde eben einen Tangela wieder hineinforcieren und dann müsste er in Tangela sein Stalobor hineinswitchen und das würde nicht funktionieren. Deswegen geht er ja hier sofort in Stalobor. Killt natürlich mein Bissbug. Ich habe keinen Grund rauszuswitchen. Es wäre viel zu risky. Allerdings habe ich hier natürlich, wie gesagt, mein Meditalis. Und Meditalis wird jetzt ordentlich was machen können. Denn ich habe hier nicht mal einen Grund, auf Turmkick zu gehen. Ich kann einfach auf Ableitheat gehen, dieses Stalobor potenziell killen, aber er geht natürlich raus. Das macht mir, also es bereitet mir überhaupt keine Sorge, dass er rausgeht, denn er ist in Range, dass Ableitheat auf jeden Fall tötet. Und es ist mir auch völlig egal, ob er den Sand hinausholt. Was mir den Sieg jetzt verhindern könnte, wäre, dass er danach mit Stalobor reinkommt und eben alles wegflincht, was ich habe.
Wie gesagt, ich habe noch diese Taniga-Beere auf meinem Trikefalo. Das heißt, ich lebe eine Keulschere, ich lebe einen Eisenschädel. Er darf mir eben nur nicht finishen. Mit Tangela ist es relativ ähnlich. Also ich werde Keulschere auf jeden Fall leben. Und wenn er wirklich ein Schwertanzett ist, darf er mich auf keinen Fall flinchen. Aber selbst wenn er mich flincht, hat er nicht mehr genug runden Sand. Und das bedeutet, dass ich mit meinem Meditalis reinkommen kann, das gescarft ist und dann sein Stahlbohrer rausnehmen kann. Die Sache ist, ich habe jetzt überhaupt keinen Grund mehr, irgendwas zu predikten. Also es ist kein Spoiler, wenn ich jetzt sage, dass ich gewinne. Ja, man sieht es auch. Auch, dass du gerade nicht auf den High Jump Kick gegangen bist, war an dem Fall auch gut, weil du dann schon mal ein bisschen, also eine Runde Sand auf jeden Fall schon mal gestallt hast und dem Miss muss man ja auch nicht unbedingt eingehen, vor allem jetzt, wenn du sagst, ich stall jetzt mit meinem Trikefalo oder halt mit Tangela den Sand aus, dann ist halt Meditalis mit Ableitief ein Safe Kill auf Stalobor. Richtig, Also. richtig. Also, ich gehe hier einfach in Tangela. Er geht direkt auf Kreuzschere. Hat er auch keinen Grund, nicht auf Kreuzschere zu gehen. Und wir sehen, oh, es macht schon ordentlich Schaden, das stimmt. Ja, tanks, über einen Und. sollst du noch tanken nach Sandvergiftungen, oder? Oder Meinst geht. du? Naja, Ich weiß selbst nicht. wenn. Ich hab mir Meditalis aufgehoben, damit ich später, wenn der Sand vorbei ist, eben einfach mit Meditalis reinkommen kann. Und Meditalis wird ihn natürlich outspeeden, weil er Lebenorb ist und nicht ein gescarftes Stahlbaumsand. Also bis jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut für mich. Er ist Und gespannt. Und er killt nicht. Oh. ja, es killt einfach nicht, das ist super traurig. Aber killt HP Und Fire? Ah, oh, Giga, okay. ja, Gigasauger war an der Stelle einfach safe. Ich habe übrigens auch nicht Kraft derselbe Feuer, ich habe Kraft derselbe Eis für seinen Dragoran gehabt. Ach so, ja, okay. Und Stalobor hat natürlich nicht mehr genug Rundensand, also es ist überhaupt kein Spoiler, wenn ich hier sage, dass ich sehr wahrscheinlich 2 zu 0 gewinnen werde, denn ich sehe keinen Grund, wie ich das nicht mit 2 zu 0 gewinnen werde, denn Trikervalo wird eine Attacke leben und ich glaube, ich muss nicht mal sagen, dass ich hier die Taniga-Beere habe, das habe ich nämlich schon gesagt. Außerdem bringt er sich mit Lebenorb einfach selbst in Range, das heißt, er kann nur eines von beiden Pokémon rausnehmen. Aber ich glaube, ich habe mich aus Stylegründen einfach dafür entschieden, in mein Trikefalo zu gehen, zu zeigen, dass es physisch defensiv ist. Für defensives Trinkel verloren. Ja, das war halt für Entei, aber ich meine, solange es funktioniert. Und ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein solides 2 zu 0. Also, egal ob ihr jetzt crittet, ist es mir egal. Also, ich hätte dann gewonnen mit Meditalis. Ich will den Schaden jetzt sehen. Ja. Oh Mann. Ja, das ist halt nichts. Ist schon krank. Also, auf jeden Fall gutes Match. So wollte ich die Rückrunde beenden und ich fand, das Match zeigt mal wieder, dass man etwas mehr Geduld haben muss. Also, ich habe halt nicht sofort predicted, das hat man auch gesehen. Ich bin nicht auf Turmkick gegangen, ich bin einfach safe mit Ableitheap und Ice-Heap gefahren. Und ich denke, das hat er auch ganz gut gemacht. Also, er hat auf jeden Fall einmal sein Hippopotas in mein Meditalis gewechselt und das war auf jeden Fall gut, dass er da eben nicht den Turmkick predicted hat, sondern eben mein Ice-Heap oder mein Ableitheap. Ich muss ehrlich sagen, der Kampf war halt von beiden solide gespielt. Jetzt, da hat keiner wie wild versucht zu predicten oder jetzt irgendwelche übertriebenen, vielleicht auch unnötigen Plays. Jetzt in dem Fall, dass einer sagt, ja, ich predict jetzt das und das, also keine Overpredictions. Das war eigentlich schon alles safe gespielt. Problem war vielleicht so ein bisschen, dass er halt nur Silvaro hatte, so gegen Meditalis. Auch sein Hippopotas halt, als es dann wirklich angeschippt war, konntest halt auch nicht mehr so wirklich was dagegen machen. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht noch besser hätte mit Stalobor spielen können, um dir noch ein bisschen mehr Druck zu geben mit seinem Stalobor, weil das hat ja echt schon Schaden gedrückt, der eigentlich schon gut war, auch ohne jetzt einen Schwertanz. Ja, es war einfach safe runtergespielt, nochmal zurück Runde oder zur Hinrunde, zum Ende der Hinrunde. So. Ja, auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Wertung da und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Sagst du nicht ciao? Ich kann ciao sagen, ciao.